girl. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe keinen Plan, was Ilka heute vorhat, deswegen überlasse ich es gleich mal dir. Also ich erkläre es Hakan und euch, er hat es irgendwie immer noch nicht verstanden. Ich habe es verstanden. Und zwar simulieren Hakan und ich eine Trennung. Und jeder darf sich 5 Sachen aus der Wohnung mitnehmen, die er will. Und ich werde meine Sachen, die ich möchte, pink abkleben und Hakan seine grün. Und dann vergleichen wir mal, wer was hat, wer dem anderen was gönnt und was nicht. Und wir müssen es aber begründen. Genau, jeder sucht sich was aus und begründet es. Jeder filmt sich selber und am Ende schauen wir, wer was wollte. Okay? Okay, fangst du an, oder? Okay, ich fange an. Alter, ich warte. Lass ja die Kaffeemaschine in Ruhe. Also, geh ins andere Zimmer. So, meine Lieben, fangen wir an. Also, wenn ich jetzt fies wäre und wir uns trennen würden und Hakan mich verarscht hätte und mir fremdgegangen wäre, würde ich auf jeden Fall die Kaffeemaschine mitnehmen, weil Hakan liebt diese Kaffeemaschine. Aber jetzt in diesem Fall mache ich es nicht, weil ich bin eigentlich gar nicht der große Kaffeetrinker. Deswegen will ich die Kaffeemaschine gar nicht. Ich möchte den Wasserkocher, weil ich den einfach geil finde und den habe ich mir so sehr gewünscht. Der sieht ziemlich stylisch aus, finde ich, und deswegen ist das meiner. Weiter geht's hier, Leute. Ich finde, das ist das Geilste in unserer Wohnung, und zwar der Tisch. Und das Blöde ist, Hakan und ich können nicht sagen, das habe ich gezeigt, das nehme ich mit. Wir haben alles gemeinsam finanziert, deswegen wird es eben richtig, richtig kritisch. Aber ich hoffe, ich dürfte den Tisch mitnehmen, weil den habe ich mir so sehr gewünscht. Und ja, das war eigentlich meine Idee, deswegen nehme ich den mit. Weiter geht's auch hier direkt bei den Bildern. Die sind einfach geil. Die habe ich neu bestellt, beziehungsweise haben wir neu bekommen und die gehören, würde ich sagen, auch mir. So, jetzt darf ich mir noch 2 Sachen aussuchen. Ach ja, fast vergessen, die passenden Stühle, die will ich natürlich auch. Da gibt es einfach keine Begründung, die passen zum Tisch, das reicht. So, jetzt darf ich mir nur noch eine Sache aussuchen, die ich mitnehmen darf. Die Couch? Andererseits hat die Nala schon so zerkratzt, dass ich die, glaube ich, nicht möchte. Also, wenn Hakan die Kaffeemaschine kriegt, dann nehme ich den Fernseher mit. So, das sind jetzt meine Sachen. Also, der Fernseher Nummer 1, der Tisch, die Stühle, Wasserkocher und die Bilder gehören auf jeden Fall mir. So, jetzt kommt der Hakan dran. Ich bin echt gespannt, was der Hakan sich aussucht und ob wir dieselben Sachen ausgesucht haben. Wenn ja, dann gibt es richtig Streit. Also ich klebe jetzt mal die Sachen wieder ab. Ich habe es jetzt nur eben hingeklebt, damit es für euch deutlicher wird. Jetzt ist der Hakan dran. So Leute, also die Ilka hat jetzt ihre 5 Sachen ausgesucht. Jetzt bin ich an der Reihe. Und zwar ist eins schon mal ganz sicher, was ich mir gönnen würde, beziehungsweise mitnehmen würde. Und zwar, das wäre das Erste, was ich auf jeden Fall mitnehme, weil ich ganz genau weiß, die Ilka trinkt ungern Kaffee und ich bin so ein Kaffee-Freak, deswegen weiß ich ganz genau, sie überlässt mir, würde mir die Kaffeemaschine 100.000% überlassen. Dann kommen wir zum Nächsten. Das Nächste ist auf jeden Fall hier, der Fernseher. Das ist auch klar, Männer, Elektronik-Freaks, ich glaube kaum, dass Ilka den Fernseher gerne mitnehmen würde, weil ihr ist es total wurscht, was oder welchen Fernseher sie haben würde. Und mir ist mein Fernseher, ehrlich gesagt, beziehungsweise unser Fernseher, total wichtig. Anschließend kommen wir zum nächsten. Das wäre hier unsere Surround-Box, die würde ich auch gerne mitnehmen, weil die eben mit dem Fernseher zusammengehört und ohne die Surroundbox ist der Fernseher halb so viel wert. Dann, was würde ich als Nächstes mitnehmen? Es gibt eigentlich gar nicht so Wichtiges, was ich jetzt noch mitnehmen würde. Den Tisch überlasse ich auf jeden Fall der Ilka, weil ich weiß ganz genau, den Tisch hat sie auf jeden Fall ausgewählt. Dann würde ich auf jeden Fall noch...
Als nächstes würde ich definitiv noch hier diese Couch mitnehmen, weil die habe ich ausgewählt. Die wollte die, beziehungsweise die Couch wollte die Ilkay am Anfang gar nicht haben, wo wir unsere Möbel neu ausgewählt hatten. Die gehört auf jeden Fall auch mir. 1, 2, 3, 4, ein fünftes Objekt. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach noch hier diese Lampe mit, weil ich finde, dieser Sessel hier mit in der Kombi mit dem Licht schaut gut aus. Das wär's dann mit meinen 5 Sachen. Mal schauen, was die Ilkay alles so ausgewählt hat. So Leute, jetzt habe ich die Ilkay mittlerweile auch wieder in den Raum genommen. Ich bin jetzt so gespannt, was jetzt übereinstimmt und was also nicht. Also ich klebe jetzt nochmal meine Sachen nach, okay, die ich wollte. Okay? Okay. Ist das ein Kleber? Nein. Okay, also. Ich hab's gewusst. Was habe ich zu euch gesagt? Was habe ich gesagt? Natürlich die passenden Stühle dazu. Was habe ich gesagt? Hey, stimmt ja noch gar nichts überein. 3. Ja, das war mir auch so klar. Kannst du haben, kannst du haben. Was noch? Den Wasserkocher. Kannst du auch haben, kannst du haben. Und ich muss noch eins dazu sagen, die Küche gehört uns nicht. Die Vermieterin hat das ja machen lassen, deswegen kann keiner. Nimmst du sie einfach mit? Nein, deswegen hat keiner von uns die Küche angelangt. So, okay, jetzt wird's kritisch. Ich habe hier nur noch 1, oder? 3. Nee, 4. Du hast nur noch 2. 1, 2, 3, 4. Ja, was noch? Und den Fernseher. Ey! Ey! Lass den Fernseher! Ja, der hat alle tollen Sachen eingepackt! Den Fernseher! Die Soundbar. Den Fernseher hab ich ausgewählt. Dir war das scheißegal, was für ein Fernseher das ist. Du kannst doch nicht alle tollen Sachen mitnehmen. Du hättest, wenn es nach dir gehen würde, hätte sie irgendeinen Fernseher genommen. Ich wollte unbedingt den nehmen. Dann habe ich gesagt, zum Fernseher muss die Lautsprecheranlage dazu gehören, weil ohne die Lautsprecher ist der Fernseher nichts mehr. Ich dachte mir, komm, ich überlasse die Kaffeemaschine und die Soundbar, dafür gehört der Fernseher. Du kannst doch hier alles mitnehmen. Was soll ich mit der Soundbar ohne Fernsehen? Also ich habe Soundbar, Fernsehen, dann habe ich den Sessel auf jeden Fall, ja, in der Kombi mit dem Licht und dann meine Kaffeemaschine. Das war, okay, wir müssten uns eigentlich nur im Punkto Fernseher streiten. Und das würden wir auskleben. Naja, ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommen wird, aber es war auf jeden Fall ein witziges Video. Zum Glück haben wir es nie in der ganzen Wohnung immer was da rausgekommen. Boah, dann hätten wir uns, glaube ich, richtig gestritten. Aber naja, das war's mit unserem Video, meine Lieben. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen, weil das war, ich fand es ein witziges Video. Und wenn ihr Teil 2 sehen wollt mit den restlichen Möbeln, dann einfach in die Kommentare schreiben und wir schauen, wer welche Möbel bekommt. Und für die Leute, die neu auf unser Kanal gestoßen sind, hier auf diesem Button unten könnt ihr uns jederzeit kostenlos abonnieren und für unsere Abonnenten noch Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao, Bella.